Jo Leute, was geht ab? Ich bin wieder am Start mit einem neuen Video für euch und wundert euch nicht, wenn mein Deutsch wieder am Arsch ist. Ja, mein Stativ bringt gar nichts heute. Ich habe eben schon dieses Video aufgenommen, hat gar nichts gebracht. Ja, heute bauen wir einen Grill. So einen kleinen provisorischen Überlebensgrill, der euch in allen Situationen, was weiß ich, helfen kann. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alles aufgebaut habe. Bye. Ja, Leute. Hier, ich habe erstmal so eine Kugel auf Alufolie gebaut. Könnt ihr beliebig bauen. Es sei denn, aber warum sage ich es sei denn? Komisch. Ja, ich habe ja gesagt, mein Deutsch ist im Eimer. Ihr müsst aber darauf achten, dass kein Loch ist. Die Folie kann dünn sein. Man braucht nicht sehr viele Schichten machen. Ja. Wartet mal. Yes. So. Ich brauche mal noch ein Stückchen Alufolie. Aber dieses Video bitte mit anzünden und so nur mit euren Eltern machen. Wenn ihr volljährig seid, könnt ihr es auch alleine machen. Ja. Ihr seht jetzt die Schale. Ihr könnt euch jetzt eine Seite aussuchen, wo ihr ein Loch reinschneidet. So. Einfach so im Kreis. Nicht zu tief am Boden. Ungefähr so. Seht ihr das? So ungefähr? Ja. Und jetzt im Boden müssen noch ungefähr 3 Löcher rein. Und aufpassen, dass ihr euch nicht, dass ihr euch piekst. Also wenn ihr euch piekst, wäre scheiße. So 3 bis 4 Löcher. Die Liste ist voll, fällt mir gerade auf irgendwie. Ja, keine Ahnung. So. Jetzt haben wir so eine Schale. Und jetzt mal gucken, wie spät es ist. 13:20 Uhr. Lol, es hängt einfach. Yes. So, jetzt haben wir einfach 3 Löcher. Hier die Seite. Jetzt müssen wir ein Dach bauen. Ihr könnt es beliebig formen. Es muss einfach nur da drauf stabil sitzen. Ja. Also, meine Baukünste sind zwar nicht die besten, aber ja, die sind vollkommen scheiße. So. Oben müssen ein paar Löcher bleiben. Hier, so ein kleines. Jetzt sieht es aus wie eine komische Tafel. Irgendwie so, wenn man das da drauf setzt. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt kann man da alles mögliche von Essen reinlegen. Ja, Deckel drauf. Unten anzünden. Also in der Schiebalufolie kann man noch so einen Ständer bauen, sag ich mal. Da kann man auch Feuer und so machen. So, da baue ich jetzt mal so einen kleinen Ständer. Also Ständer nicht wirklich, aber.
Warum ist gerade wieder meine Kamera ausgegangen? Lol. Hä? Warum geht die ständig aus? Ja. So. Okay. So. Jetzt habe ich so einen kleinen Mini-Ständer. Der Boden muss aber noch platt werden. Steht es ja nicht. Okay, steht generell nicht. Ja. Kann ihn da drinnen platzieren? Oder unten drunter? Ich brauche aber eine Befestigung dafür, was ich gerade leider nicht habe. So. Dann könnt ihr das da unten so befestigen, wo die Löcher sind. Hier, dann ist wichtig, dass ihr so ein kleines Loch macht, wo man Stöcker so reinschieben kann. Ja, man kann es alles auch in riesig bauen. Muss man aber nicht. Ja, dann kann man es anzünden. Und dann könnt ihr euer Essen genießen, wenn es fertig ist. Ja. Aber wirklich jetzt die Spiele nicht nachmachen mit Feuer und so. Also das Feuer dürft ihr nur mit euren Eltern machen. Ich habe es eben schon gesagt, aber ich sag's nochmal. Außer ihr seid volljährig. Und macht eine Party. Ja, und habt keinen Bock, einen Grill zu kaufen. So sieht's dann aus. Warte. Von hinten so ein kleines Loch. Und irgendwie sieht das auch geil aus. Guck mal. Lol. Ja, da haben wir noch. Hä, warum hakt das jetzt schon wieder? Ja. Das Ding. Ich kann es zum Transportieren einfach reintun. Ja. Dann sag ich mal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst gerne mal ein Abo da. Mein Deutsch ist immer noch blöd. Lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Dann müsst ihr kein Like geben. Und wenn euch das Video gar nicht gefallen hat, lasst einfach ein Dislike da. Ja. Bye, bye.